Der 24-jährige Berliner vom Team Quickstep wurde wenige Meter vor dem Ziel von seinem Teamkollegen Julian Alaphilippe gestellt und belegte am Ende Platz 8. Der Franzose Alaphilippe feierte nach 198,5 Kilometern vor Seriensieger Alejandro Valverde, Movistar, seinen größten Karriereerfolg. Der 25-jährige Alaphilippe hatte beim Schlussanstieg am Mur de Huy die schnellsten Beine und rollte 4 Sekunden vor Valverde über die Ziellinie. Der Spanier hatte den Klassiker zuvor 4-mal in Folge für sich entschieden. Der Belgier Jelle van Endert, Lotto Soudal, wurde bei seinem Heimrennen mit 6 Sekunden Rückstand zeitgleich mit Schachmann Dritter. Ich wusste nicht mal, dass ich gewonnen hatte. Ich dachte, dass der Ausreißer noch immer in Führung war, sagte Alaphilippe nach dem Rennen. Es ist das dritte Mal, dass ich bei diesem Rennen teilgenommen habe und das dritte Mal, dass ich auf dem Podest stehe. Zuvor belegte er 2015 und 2016 jeweils Rang 2. Den Schlusspunkt der Ardennenwoche bildet am Sonntag der Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich.